Ich begrüße alle ganz herzlich zu diesem letzten Vortrag unserer Vortragsreihe Diversität im Islam, die vergessene Botschaft. Besonders begrüßen möchte ich Dr. Juliane Hammer, die sich zugeschaltet hat aus der Universität, ich weiß jetzt nicht, ob Sie an der Uni sind, aber aus North Carolina. Wir danken Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, um über das Thema Gerechtigkeit, Feminismus und Islam muslimische Aktivistinnen in den USA zu uns zu sprechen. Sie haben ja im Vorgespräch auch gesagt, dass mittlerweile Sie mehr Einladungen bekommen von der islamischen Theologie insgesamt als von der Islamwissenschaft, was eigentlich auch zeigt, wie sehr wir interessiert sind an diese Thematiken, die ja auch aktuell sind insgesamt und worüber auch generell auch diskutiert wird. Wie in einigen anderen Vorträgen habe ich die Möglichkeit, heute Abend unseren Gast hier vorzustellen. Ich werde ganz kurz mich fassen und die wichtigsten Punkte kurz erwähnen, um eben mehr Raum, Platz für den Vortrag zu lassen. Unsere Frau Dr. Juliane Hammer ist Associate Professor. Wir haben die Schwierigkeit gehabt, wie man das übersetzt auf Deutsch, weil das ist ja sehr unterschiedlich, aber wir haben gesagt, wir lassen das so beim Original. Am Institut für religiöse Studien, sollte ich was falsch sagen, bitte korrigieren Sie mich, der Universität of North Carolina. Ihr akademischer Fokus liegt im Bereich der islamischen Studien sowie der Forschung zur Religion auf dem amerikanischen Kontinent. Insbesondere beschäftigt sie sich mit dem Schnittpunkt von amerikanisch-muslimischen Gemeinschaften und den Themen Frauen, Gender und Sexualität in gegenwärtigen muslimischen Kontexten. Also ein Thema, womit wir uns auch sehr oft befassen in zeitgenössischen theologischen Ansätzen oder ähnliche Lehrveranstaltungen. Sie hat promoviert an der Humboldt-Universität zu Berlin im Bereich islamische Studien mit dem Titel, jetzt muss ich aufpassen mit meinem Englisch, In Search of Homeland, Young Second Generation Palestinians Between Exile, Diaspora and Returnee Identities. Sie hat Lehraufträge an diversen Universitäten. Seit 2011 arbeitet sie an der Universität of North Carolina. In ihrer neuesten Publikation Peaceful Families, American Muslim Efforts Against Domestic Violence, die 2019 erschienen ist, befasst sie sich mit den religiös begründeten Bemühungen in muslimischen Gemeinden, ein Bewusstsein für häusliche Gewalt zu schaffen und entsprechende Angebote zu erarbeiten. Aktuell arbeitet sie zur Thematik von Gender, Sex und Liebe im muslimischen amerikanischen öffentlichen Raum mit dem Arbeitstitel Patriarchal Islam sowie Beiträge, da muss ich auch mit den Buchstaben aufpassen, LGBTQI, plus Debatte unter Muslimen oder Musliminnen, der Interdependenz von rassistischen und religiösen Hierarchien und zu muslimischen Beiträgen zu Intersektionalität als Theorie und Praxis. Wir könnten natürlich auch einiges noch dazu sagen, aber wir sind ja da, um den Vortrag zu hören. Ich glaube, diese Vorstellung gibt einen Einblick für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, teilweise über ihre bisherige Arbeit und ihre Schwerpunkte. Und wir sind sehr gespannt auf Ihren Vortrag und danken nochmal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Vielen Dank für diese sehr schöne Einführung. Ist mir immer ein bisschen peinlich, aber stimmt alles. Ja, super. Und ich möchte mich auch nochmal bei Frau Julia Eitzinger und bei der Uni Innsbruck bedanken für die freundliche Einladung und fühle mich eigentlich ziemlich geehrt, Teil so einer eindrucksvollen Vortragsreihe sein zu dürfen. Und ich danke Ihnen allen, die ich hier zwar nicht sehen kann, aber ich kann sehen, dass hier Leute im Raum sind, dass sie sich eingeschaltet haben und mir zuhören wollen, meinem Vortrag zuhören wollen. Und ich freue mich ganz besonders und hoffe sehr auf eine anregende Diskussion nach dem Vortrag. Also, wie schon gesagt, ich habe an der Humboldt-Uni in Berlin Islamwissenschaft studiert, vor langer, langer Zeit, und lebe nun seit 20 Jahren in den USA.
und habe mich in den letzten 15 Jahren überwiegend mit Forschungsprojekten über amerikanische Muslime und Musliminnen beschäftigt. Das Resultat sind Forschungsprojekte und Veröffentlichungen. Die sich insbesondere mit muslimischen Frauen und mit Fragen der Sexualität in Theorie und Praxis beschäftigen. Es ist mir wichtig, mich auch explizit zu positionieren. Ich identifiziere mich selbst als muslimische Feministin und auch gleichzeitig als Wissenschaftlerin und Aktivistin. Für mich hat meine Forschung immer politische Relevanz und ich sehe meine Funktion in dieser Welt als jemanden, die sowohl analysiert und kritisiert, als auch daran arbeitet, die Welt zu verändern. Dies ist in der Akademie oder in der Wissenschaft eine Diskussion, in der sich verschiedene Wissenschaftler sehr unterschiedlich positionieren. Und ich fand es wichtig, Ihnen hier offen mitzuteilen, wo ich mich da hinstelle. Ich wollte auch noch ganz kurz sagen, ich hatte es schon mal so angedeutet, ich spreche sehr wenig Deutsch in meiner Arbeit überhaupt nicht und schreibe auch nicht mehr auf Deutsch. Und nach 20 Jahren in den USA fällt mir das schon so ein bisschen schwerer. Also der Vortrag ist so in einer Mittellage zwischen sehr akademischer Sprache, die ich auch gar nicht mehr so gut kenne. Und manchmal klingt es wahrscheinlich, als hätte ich es aus dem Englischen übersetzt, weil ich es aus dem Englischen übersetzt habe. Um nochmal auf meine Position zurückzukommen, ich bin jedoch zumindest offiziell keine Theologin, sehe mich also nicht als aktiv an der Produktion von religiösem normativen Wissen beteiligt. Stattdessen sehe ich meine Rolle in der Forschung über Muslime und ihre theologischen und praktischen Entwicklungen einmal für den Zweck der muslimischen Selbstreflexion, so dass es schon normativ auch, und zum anderen für Nicht-Muslime, um unsere Gemeinschaften besser zu verstehen. Beide Funktionen sind besonders in unserer polarisierten Welt auch inhärent politisch. Mein Vortrag heute besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil werde ich über die Rahmenbedingungen und Grundlagen für unsere Diskussion über muslimische Aktivistinnen reflektieren. Und im zweiten Teil möchte ich Ihnen einige konkrete Beispiele dafür vorstellen, wie diese Grundlagen in der Praxis ausgelebt werden. Ich möchte anfangen mit... Moment. Ich möchte anfangen mit Islamfeindlichkeit und Kritik. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber das Problem der Islamfeindlichkeit in ihren vielen Formen und Variationen ist immer mein erster Gedanke in meiner Forschungsarbeit. Politikwissenschaftlerin Rochelle Turman hat das Problem der Forschung über Muslime und Geschlechterfragen als Double Bind, also als doppelte Fessel oder doppelte Bindung beschrieben. Damit meint sie, dass Forscherinnen, die sich kritisch mit Geschlechterbeziehungen in muslimischen Kontexten auseinandersetzen, immer Gefahr laufen, existierende und sehr negative Vorstellungen und Meinungen über den Islam und die Muslime zu bestätigen. Wenn ich Ihnen heute davon berichte, dass muslimische Aktivistinnen gegen häusliche Gewalt in muslimischen Familien argumentieren und arbeiten, ist es schon möglich, dass Sie sich später nur daran erinnern, dass ich gesagt habe, dass es häusliche Gewalt in muslimischen Familien gibt und dass Sie sich dann vielleicht gedacht haben, aha, dann stimmt es also, dass muslimische Männer gewalttätig sind und dass der Islam eine Religion der Gewalt ist. Sie können dann also nicht mehr zuhören, nicht mehr hören oder sehen, dass die Aktivistinnen, über die ich hier sprechen werde, auch zum Islam gehören, auch Muslime sind und damit genauso gut unser Bild formen und reformen können. Wenn Sie skeptisch gegenüber allen Religionen sind, funktioniert es ganz ähnlich. Die Frage ist dann immer, welche Konsequenzen solche Einstellungen haben. Sie könnten den Islam nicht mögen oder Muslime nicht mögen oder Religion nicht mögen. Aber was würde das dann dazu führen, dass Sie die Akzeptanz von Muslimen in der Gesellschaft ablehnen oder dafür eintreten, dass Ihr Land, wo immer Sie auch sind, in Afghanistan oder dem Iran militärisch eingreift oder Angriffe auf Muslime unterstützt oder zumindest nicht aktiv verhindert? Oder wollen Sie nur so weit gehen, weniger Flüchtlinge zu akzeptieren? Rochelle Turman schlägt vor, dieser doppelten Fessel, die ich sehr akut in meiner Arbeit empfinde und erfahre, mit dem Konzept der verantwortlichen Kritik zu begegnen. Und ich würde auch davon sprechen wollen, dass wir darauf bestehen müssen, ein weiteres Konzept, nämlich das der Mehrfachkritik, anzuwenden.
Mit anderen Worten, ich behalte mir das Recht vor, gleichzeitig schädliche und negative Geschlechternormen und Praktiken in muslimischen Kontexten nicht nur aufzuzeigen, aber auch besonders als Muslimin zu kritisieren. Und ich kann und werde gleichzeitig auch aufzeigen und kritisieren, wie rassistische und islamfeindliche politische Einstellungen und Handlungen Muslimen schaden und sie verletzen. Ich würde auch noch das Argument daran hängen, dass menschenverachtende, rassistische und sexistische und ganz einfach ungerechte Einstellungen und Handlungen auch denen schaden, die sie begehen, weil sie unsere gemeinsame Menschlichkeit reduzieren und untergraben. In unserem heutigen politischen Klima und eigentlich schon seit mindestens den 80er Jahren ist es einfach und auch zunehmend akzeptabel, den Islam und die Muslime als fremd und rückständig abzulehnen, anstatt anzuerkennen, dass beide schon seit langem ein Teil der europäischen und amerikanischen Geschichte sind. Ich verlange mehr als bloße und eigentlich ja christliche Toleranz. Ich erwarte von europäischen und amerikanischen Mitbürgern die Akzeptanz von Ähnlichkeit und Unterschieden als Teil unserer Zugehörigkeit zu diesen Gesellschaften. Die interne muslimische Kritik sollte dann nicht als externe Waffe gegen Muslime angewendet werden. Es sind oft die negativen Lebenserfahrungen von Musliminnen in unseren Gesellschaften, die es erschweren oder unmöglich machen, problematische Diskurse und Praktiken zu überdenken und zu verändern. Und der koloniale Feminismus spielt eine wichtige Rolle in der ideologischen Rechtfertigung der Eroberung, Unterdrückung und Ausbeutung von nicht-europäischen Gesellschaften. Zu Feminismus und Gerechtigkeit. Das Wort Feminismus ist mein Stichwort für den Übergang zu meinem nächsten Punkt, die Frage des Feminismus, meines Feminismusverständnisses und der Beziehung zwischen Islam und Feminismus. Zunächst einmal möchte ich Ihnen mein eigenes Verständnis von Feminismus beschreiben. Es ist kurz gesagt, wie es auf einem T-Shirt meiner Tochter heißt, die radikale Idee, dass Frauen Menschen sind. Etwas komplexer bedeutet Feminismus für mich eine Kritik an den hierarchischen, ungerechten Strukturen der patriarchalischen Gesellschaft, in denen Männer, besonders Väter, mehr Macht und Kontrolle haben als alle anderen. Selbst die binäre Konstruktion von Männern und Frauen als den einzigen beiden Geschlechtern ist ein Produkt des Patriarchats. Diese Kritik des ungleichen Machtverhältnisses von Männern und Frauen wird gleichzeitig in einer oder mehreren und vielfältigen feministischen Aktivistinnen und Bewegungen in die Praxis umgesetzt, mit dem Ziel, die Welt zu verbessern und am Ende hoffentlich das Patriarchat abzuschaffen. Religiöse Feministinnen, die es übrigens in allen Religionsgemeinschaften gibt, stellen sich noch die zusätzliche Frage, in welchem Verhältnis das Patriarchat zum Willen Gottes steht. Hat Gott die Menschen und die Gesellschaft so geschaffen, dass das Patriarchat die Norm in Gottes Erwartung ist? Oder ist es eher so, dass Gott verschiedene Möglichkeiten eröffnet hat und von uns Menschen erwartet, dass wir die richtige Form der Gesellschaft konstruieren und uns gleichzeitig immer wieder fragen, wo unsere Verantwortung als gläubige Menschen zu dieser Frage liegt? Der Begriff des Feminismus selbst, also das Wort Feminismus, wird in muslimischen Kreisen seit den 80er Jahren ziemlich heftig diskutiert. Dies hat mit dem oben erwähnten kolonialen Feminismus zu tun und zeigt auch wieder die Mehrfachkritik, von der ich vorhin schon gesprochen habe. Muslimische Feministinnen werden mit Skepsis und manchmal sogar mit Argwohn betrachtet, weil manche sie als Vertreter einer neukolonialen Verschwörung sehen, deren Ziel die Zerstörung des Islam und der muslimischen Gesellschaften und Gemeinschaften ist. Muslimische Feministinnen selbst aber stehen den destruktiven Folgen des Kolonialismus auch sehr kritisch gegenüber und sehen in ihrer Kritik von unterdrückenden und schädlichen Geschlechterstrukturen in ihren muslimischen Gesellschaften keinen Widerspruch dazu. Mehrfache Kritik eben. Da der Begriff Feminismus aber auch negativ belegt sein kann, sehe ich immer häufiger eine Tendenz, sich stattdessen lieber als Aktivistin zu beschreiben, die für Gendergerechtigkeit, Gender Justice arbeitet und kämpft. Diese Formulierung hat mehrere Vorteile. Sie distanziert die Aktivistin vom Kolonialismus in der Idee der eurozentrischen Überlegenheit im Zusammenhang mit dem Feminismus auch und sie bringt auch direkt das Konzept der Gerechtigkeit ins Gespräch. Diese Idee der Gerechtigkeit hilft muslimischen Aktivistinnen auch, ihr Selbstverständnis an die Quellen und den historischen Ursprung des Islams zu binden.
Mit anderen Worten, die Idee, dass Gott der Ausgangspunkt für Gendergerechtigkeit ist, spielt eine zentrale Rolle in der Selbstrechtfertigung von muslimischen Aktivistinnen als integraler Bestandteil des muslimischen Interpretationsspektrums. Ich wollte noch schnell sagen, Rochelle Turman ist der Artikel über die doppelte Bindung. Und diese beiden Aufsätze hier bei Fatima Sidat geben einen sehr schönen Überblick über diese Diskussion über Islam und Feminismus auf der Folie hier. Der Begriff der Gendergerechtigkeit ist also eine Reflexion davon, wie manche muslimische Denkerinnen und Aktivistinnen sich von Konzepten wie Gleichberechtigung und Gleichstellung als moderne Begriffe des westlichen Feminismus etwas distanzieren und stattdessen das Konzept der Gerechtigkeit, welches im Koran erwähnt wird und diskutiert wird, mit Geschlechterfragen in Zusammenhang bringen. Wir werden später auch noch sehen, dass es, und ich bin ein Beispiel dafür, auch muslimische Frauen gibt, die sich selbst als Feministinnen bezeichnen und andere, die es nicht tun. Es gibt sogar eine ganze Reihe akademischer Publikationen, die nur diese Diskussionen beschreiben und analysieren. Zur Islamfeindlichkeit und muslimischen Frauen in den USA. Ich möchte nun speziell zum amerikanischen Kontext kommen und um diesen besser zu verstehen, werde ich nochmal über die Islamfeindlichkeit sprechen. Das Phänomen der Islamfeindlichkeit, oft mit dem Begriff der Islamophobie oder Islamophobia auf Englisch oder der Angst vor dem Islam beschrieben, ist eigentlich ein Problem des Rassismus und der Ablehnung, nicht der Angst. Wenn nicht sogar des Hasses auf jene Menschen, die als anders und damit als fremd gesehen werden. Antimuslimischer Rassismus hat eine eigene und komplizierte Geschichte in den USA, die mit der Versklavung von afrikanischen Muslimen vom 16. bis zum 19. Jahrhundert und dann mit dem Rassismus gegen schwarze Amerikaner, die sich im 20. Jahrhundert zum Islam bekannten. Er hat aber auch Wurzeln in der europäischen, besonders der spanischen Ausgrenzung von Juden und Muslimen im 15. und 16. Jahrhundert und mit der Verfolgung und Zwangskonvertierung beider Glaubensgruppen zum Christentum. Der Islam als auch die Muslime werden, besonders seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, als fremd und nicht in die weiße und christliche Gesellschaft der USA passend beschrieben und auch behandelt. Diese Wahrnehmung als anders, als gefährlich, als nicht dazugehörig ist keinesfalls nur eine individuelle Wahrnehmung. Mit anderen Worten, es reicht überhaupt nicht aus, die Islamfeindlichkeit als natürliche und persönliche, individuelle Reaktion zu beschreiben. Vielmehr ist sie eine politische Ideologie, die im Spannungsfeld zwischen Staat, Medien und der Öffentlichkeit produziert und angewendet wird, was auch bedeutet, dass sie immer eine politische Funktion hat, so wie zum Beispiel Muslime als Sündenböcke zu identifizieren oder von anderen gesellschaftlichen Problemen abzulenken. Muslimische Frauen, besonders die, die ein Kopftuch tragen, sind am leichtesten in der Gesellschaft zu identifizieren und als Konsequenz sind es besonders oft Musliminnen, die diskriminiert, verbal und körperlich angegriffen und in den USA manchmal sogar ermordet werden. Es ist ein verständlicher Schutzmechanismus, dann damit zu reagieren, interne Fragen wie Geschlechterrollen und Gerechtigkeit gar nicht erst ansprechen zu wollen. Muslime, die nicht in der Wissenschaft arbeiten und unter ihnen besonders Aktivistinnen, sind also mit der gleichen doppelten Fessel gebunden. Es ist mir wichtig, dies hier zu betonen und damit darauf hinzuweisen, dass es eben noch mehr Mut und Courage erfordert, sich überhaupt als muslimische Aktivistin zu engagieren. Das macht die Frauen, die ich Ihnen hier vorstellen möchte, nur noch beeindruckender, denn es hilft uns, ein besseres Bild von ihrem politischen, sozialen und religiösen Kontext zu verschaffen. Zu diesem Umfeld gehört auch, dass Muslime in den USA, die nur einen Bruchteil der Bevölkerung ausmachen, nach Schätzungen etwa 1-2%, in sich und als Gemeinschaften sehr vielfältig sind. Viele sind Einwanderer, aber ebenso viele sind in den USA geboren und aufgewachsen. Sie gehören zu verschiedenen ethnischen Gemeinschaften und haben auch sehr vielfältige religiöse Praktiken und verschiedene Vorstellungen davon, was der Islam für sie ist und bedeutet. Sie sind nicht homogen, sondern ein Mikrokosmos von Muslimen weltweit und oft sind sie auch transnational, also gleichzeitig in den USA und in anderen Teilen der Welt verwurzelt und in Bewegung. Sie sind reale Menschen und Muslim sein ist niemals ihre einzige Identität. Zur Theologie als Wissenschaft und in der Praxis.
Da in Deutschland, Österreich und in der Schweiz ja Institute für islamische Theologie seit einiger Zeit zur Wissenschaftslandschaft gehören, wenn auch immer noch sehr junge Einrichtungen, finde ich es wichtig, noch kurz auf die Frage von Wissen und der Produktion von islamischem Wissen einzugehen. Ich möchte keinesfalls hier in ein Wespennest stechen und darüber debattieren, ob die islamische Tradition überhaupt eine Theologie hat, so wie sie bei Christen über Jahrhunderte entwickelt wurde, obwohl ich da an dieser Terminologie vor allem meine Zweifel habe. Ich kann schon verstehen, warum die Definition von islamischer Wissens- und Glaubensproduktion hier als Theologie beschrieben wird. Hier, dort, nicht hier, wo ich bin, da, wo Sie sind. Ich sehe die islamische Wissenschaftstradition als eine kontinuierlich entwickelte und sich verändernde, auch sehr vielfältige Diskussion darüber, was der Wille Gottes für die Menschen ist. Warum hat Gott die Welt und die Menschen geschaffen? Was sollen wir tun und nicht tun? Wie bemühen wir uns als Muslime, ein Leben zu führen, das in einem Zustand der Anbetung, Dankbarkeit und der Unterwerfung unter den Willen Gottes stattfindet? Was können und sollen wir tun, um am Ende der Zeit würdig zu sein, mit Gott für immer ins Paradies zu dürfen? Historisch ist diese Wissens- und Traditionsentwicklung meist mit einer islamischen Gelehrtentradition identifiziert worden und damit auch mit Texten, die von Gelehrten geschrieben wurden. In der Gegenwart und auch schon seit dem 19. Jahrhundert ist es auch möglich, von der Öffnung dieser scholastischen Traditionen zu sprechen. Diese Öffnung hat zu Veränderungen in Autoritätsstrukturen geführt und damit auch zu vermehrtem Zugang von Frauen zur Wissensproduktion. Im Kontext der USA, wo es bis vor kurzem kein Äquivalent der institutionalisierten islamischen Theologie gab, hat ein guter Teil der islamischen Wissenschaftsproduktion als Theologie stattdessen in der säkularen Wissenschaft stattgefunden und dort sehr oft in der Islamwissenschaft. Es gibt jetzt auch einige muslimische Institutionen in den USA, die sich außerhalb der säkularen Wissenschaftslandschaft positionieren. Diese tendieren aber zu ziemlich konservativen theologischen Positionen. Es ist daher kein Zufall, dass Gelehrtinnen, die sich als feministisch geneigt positionieren, eigentlich immer in der säkularen Akademie zu finden sind. Das bedeutet nicht, dass ihre Arbeit dort leicht ist, da sie sich, wie gesagt, mit der doppelten Bindung auseinandersetzen müssen. Ich möchte hier aber auch darauf verweisen, dass sich die Produktion und Anwendung von islamischer Theologie auch sehr stark im Aktivismus selbst verorte. Aktivistinnen entwickeln in und auch aus ihrer eigenen politischen und religiösen Praxis theologische Ideen, sodass Theologie und Praxis interdependent sind. In dieser Interdependenz ist die Emotion sehr wichtig und die persönliche Erfahrung noch wichtiger. Man könnte vielleicht sogar argumentieren, dass unsere Intuitionen und Erfahrungen deshalb existieren, damit wir Gott in der Welt erkennen können und sie, nicht ihn, auch anbeten. Dieses interdependente Verhältnis wirft die Frage auf, welche Rolle Texte, ganz besonders der Koran, spielen. Der Islam hat ja eine lange und sehr scholastische Tradition der Koranexegese und hat seit dem 8. Jahrhundert im Dialog mit dieser Exegese auch die Entwicklung von Hadith-Kritik und der islamischen Rechtslehre gesehen. Auch in der modernen Periode ist der Koran besonders mehr Muslimen, die keine Gelehrten waren oder sind, zugänglich geworden. Wir werden gleich sehen, dass der direkte Zugang mit und Umgang mit dem Koran eine wichtige Rolle spielt, das aber auch eine Theologie der Erfahrung zur aktivistischen Motivation beiträgt. In meinem nächsten Schritt werde ich Ihnen die grundlegenden Methoden der feministischen Koraninterpretation kurz vorstellen. Diese Methoden der Exegese wurden im frühen 20. Jahrhundert von Reformdenkern entwickelt, die sich genauso wie spätere Feministinnen mit der Herausforderung von Deutungen für ihre eigene Zeit auseinandersetzen mussten. Kann der Islam an die Moderne angepasst werden? Ist der Koran wirklich eine heilige Schrift und für alle Zeiten und alle Orte? Wenn das der Fall ist, dann müsste jede neue Generation von Muslimen den Text für sich überdenken und möglicherweise auch neue Methoden entwickeln. Zwei exegetische Methoden sind besonders wichtig und sehr offensichtlich ein Produkt dieser historischen Umstände im 19. und 20. Jahrhundert.
Die erste, die thematische Deutung des Koran, ist wahrscheinlich die revolutionärste Veränderung. In traditioneller Exegese wurden die Verse des Korans in ihrer Anordnung im Koran einer nach dem anderen interpretiert. So entwickelten sich über die Jahrhunderte lange Werke, Tafsir-Kollektionen genannt, die Verse im Koran auslegten und sich mit früheren Auslegungen auseinandersetzten, entweder um ihnen zuzustimmen oder um andere mögliche Deutungen in die Diskussion zu bringen. Es ist wichtig, hier zu betonen, dass es immer eine gewisse Bandbreite von Auslegungen gab, die auf verschiedene Weise angewandt wurden, zum Beispiel für die Entwicklung des islamischen Rechts. Nicht alle Auslegungen oder Deuter hatten die gleiche Autorität und Bedeutung, aber alle sahen ihre eigene Interpretation als Teil eines Ganzen, als Teil des wichtigsten menschlichen Projektes überhaupt, nämlich den Koran als Willen Gottes zu verwirklichen und ihn in die Realität der Muslime umzusetzen. In einer thematischen Deutung des Textes werden Verse zusammen interpretiert, die sich auf die eine oder andere Weise mit den gleichen Fragen beschäftigen. Im Falle der feministischen Auslegung sind dies meist Verse, die sich mit Frauen, Familie, Geschlecht und Sexualität beschäftigen. Die Entscheidung selbst, welche Verse sich mit welchen Themen beschäftigen, ist ein wichtiger Teil der Auslegung. Die zweite exegetische Methode ist wahrscheinlich weniger fremd oder überraschend und hat Vorbilder und Vorläufer in anderen Religionen, besonders dem Christentum in demselben Zeitraum im 19. und 20. Jahrhundert. Muslimische Gelehrte wie Fazl Rahman aus Pakistan, der lange in den USA lehrte, sahen die Bedeutung von historisch-kritischen Methoden der Auslegung und wandten sie kreativ auf den Koran an. Rahman nannte seine Methode die Doppelbewegung, in der er zuerst in der ersten Bewegung den historischen Kontext der Offenbarung als wichtig für seine Form anerkannte und dann in einem zweiten Schritt versuchte zu entscheiden, wie grundlegende und universelle Werte von spezifischen Erwartungen im 7. Jahrhundert unterschieden werden können. Diese universalen Werte müssten dann in dem veränderten historischen Rahmen des 20. Jahrhunderts auf neue Weise angewendet werden. Eine dritte Methode liegt in der Offenheit einiger feministischer Deuterinnen, sich wie zum Beispiel Amina Wadud die Möglichkeit einzuräumen und einzufordern, bestimmte Verse im Koran nicht länger zu akzeptieren oder zumindest nicht anzuwenden. Amina Wadud möchte ich hier ein wenig ausführlicher vorstellen. Sie ist Afroamerikanerin, konvertierte zum Islam in ihrer Jugend und absolvierte ein Studium der Islamwissenschaft. Sie entschied sich während des Studiums, dass sie den Koran untersuchen würde, um herauszufinden, ob die Heilige Schrift etwa frauenfeindliche Verse oder Botschaften enthalte. Wenn dem so sei, dann würde sie sich nicht länger als Muslimin identifizieren. Das Resultat war ihr erstes Buch, geschrieben von einer Muslimin, das sich ausschließlich mit Geschlechterfragen im Koran beschäftigte und eine neue Lesart und Interpretation anbot. Der Koran und die Frau, Koran und Woman, wurde 1992 in Malaysia publiziert. Wadud lebte zu dieser Zeit in Kuala Lumpur und war Mitbegründerin einer Organisation, die sich Schwestern im Islam, Sisters in Islam nannte, hatte also auch zu dieser Zeit schon eine verbundene aktivistische und akademische Identität und Praxis. Von 1995 bis 2008 lehrte sie an der Virginia Commonwealth University in Richmond, Virginia. Seit ihrer Pensionierung lebt sie in Indonesien und engagiert sich vornehmend als gelehrte Aktivistin, die ihre Interpretationen und ihre Theologien nun vornehmlich mit Frauen in muslimischen Frauenorganisationen teilt und weiterentwickelt. Sie hat sich in den letzten Jahren auch sehr für die Rechte und Anerkennung der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Intersexuellen und aller anderen Geschlechter und sexuellen Identitäten eingesetzt und theologisch an dieser Anerkennung gearbeitet. Sie nennt sich heute The Lady Imam und engagiert sich viel in den sozialen Medien, wo sie auch ihre Ideen und Interpretationen an die Öffentlichkeit bringt. Ich komme jetzt endlich zum zweiten Teil und damit zu meinen drei Beispielen davon, wie muslimische Aktivistinnen in den USA ihre Theologie in und aus ihrer politischen Praxis kreieren. Nee, noch nicht. In einer direkten Verbindung zu Amina Wadud wenden wir uns nun dem frauengeleiteten Gebet am 18. März 2005 in New York zu. Es wurde nämlich von keiner anderen als Amina Wadud geleitet.
Es handelte sich um ein Freitagsgebet, an dem über 100 Frauen und Männer nebeneinander in langen Reihen in einem Kirchengebäude in New York teilnahmen. Sie stand vor der Gemeinde und hielt die Freitagspredigt, die Chutba, und fungierte danach als Imam, indem sie die Gemeinde im traditionellen Freitagsgebet anführte. Diese beiden Führungspositionen, die Predigt zu halten und das Gebet anzuführen, wurden traditionellerweise als die Domäne der Männer gesehen, obwohl es wohl historische Beispiele von Frauen in diesen Positionen gegeben haben mag. Auf welcher Basis hatte Amina Wadud zusammen mit den Organisatoren des Freitagsgebetes dann entschieden, dass sie das Gebet leiten könne? Wadud hatte zu dieser Zeit schon ihr berühmtes Buch Quran and Women veröffentlicht, in dem sie die Grundlagen ihrer geschlechtergerechten Koranauslegung dokumentierte. Das Buch sieht Gott als auf jeden Fall und immer auf der Seite der Gendergerechtigkeit und setzt sich mit älteren, traditionellen und patriarchalischen Auslegungen als Produkte ihrer eigenen Zeit auseinander. Mit anderen Worten, der Koran als Wort Gottes kann niemals frauenfeindlich sein, weil Gott selbst nicht ungerecht sein kann. Formen von Frauenfeindlichkeit und Ungerechtigkeit sind danach immer ein Problem der Auslegung und der Anwendung und haben nichts mit dem Willen Gottes zu tun. Und es ist das grundlegende Konzept der Gerechtigkeit, für die Muslime auf Erden kämpfen müssen. Dies ist ihre wichtigste moralische Verantwortung als Vertreter Gottes auf Erden, dem Wadud folgte, indem sie das Gebet leitete. Wadud argumentierte damals, dass sie im Koran keinen Hinweis darauf gefunden hätte, dass der Text die Leitung des Gebetes von Frauen verbietet und es damit keinen Grund für sie gäbe, das Gebet und die Predigt nicht als ihre Aufgabe zu sehen. Dies ist ein interessantes Beispiel dafür, wie Feministinnen nach Momenten der Stille oder des Schweigens im Koran suchen. Diese Methode, ein Argument darauf aufzubauen, dass die Heilige Schrift zu einem bestimmten Thema schweigt, finden wir auch in anderen feministischen Auslegungen von Heiligen Schriften, zum Beispiel in christlichen und jüdischen Kreisen. Wenn Gott es gewollt hätte, hätte sie klare Richtlinien oder Werte direkt im Text formuliert. Wenn etwas nicht klar verboten wird, ist es also erlaubt. Amina Wadud leitete das Freitagsgebet auch auf der Basis ihrer gendergerechten Auslegung des Koran. Sie hatte im gleichen Jahr in ihrem zweiten Buch Inside the Gender Jihad auch formuliert, dass verschiedene Auslegungen des Korans möglich sind und dass sie gleichzeitig existieren können. Sie behielt sich jedoch vor, bestimmte Interpretationen als ungerecht darzustellen und zu kategorisieren, sodass kein kompletter exegetischer Relativismus entsteht, in dem alle Interpretationen möglich sind und keine in die Praxis umgesetzt werden kann. Ich würde auch argumentieren wollen, dass das Gebet in New York selbst solch eine Anwendung von Interpretationen ist. Wadud verkörperte ihre Auslegung und ihr Verständnis des Gerechtigkeitskonzeptes im Koran in diesem Gebet und in dieser Khutba. Und die Teilnehmerinnen an dem Gebet unterstützten diese Auslegung durch ihre Präsenz im Raum und die gemeinsame Ausführung der Gebetsrituale. Das Freitagsgebet in New York führte nicht direkt zu der Entwicklung einer Bewegung für Frauen als Imame, als Gebetsleiterin, aber es erreichte mehrere andere Ziele. Eine Mediendiskussion über muslimische Geschlechternormen, in denen Frauen nicht nur Diskursobjekte waren, sondern an der Repräsentation von Frauen selbst teilnahmen. Auf allen Seiten der Debatte, das ist auch wichtig, sind nicht immer Frauen, die Geschlechtergerechtigkeit unterstützen und es sind nicht immer Männer, die sich dagegen positionieren. Unterstützung für andere Projekte, in denen Frauen in Führungsrollen agieren, wurden dadurch möglich, andere Gemeinschaften, in denen Männer und Frauen Gebete leiten und nicht zuletzt die Gelegenheit, weiterreichende Diskussionen über Geschlechterrollen in muslimischen Gemeinschaften weltweit anzuregen und zu unterstützen. Der Koran und seine Auslegung spielen in diesen Diskussionen weiterhin eine zentrale Rolle. Eine sehr interessante Entwicklung besteht in der Kreation von muslimischen Organisationen und Institutionen, oft als Moscheen bezeichnet, die entweder die Gebetspraxis so erweitern, dass Muslime aller Geschlechter nicht nur teilnehmen, sondern das Gebet auch leiten, oder aber Moscheen nur für Frauen, wie in einem Beispiel in den USA. Im Januar 2015 entschied eine Gruppe von Musliminnen in Los Angeles, dass sie einmal im Monat ein Freitagsgebet abhalten würden, von Frauen geleitet, aber auch nur für Frauen in der Gebetsgemeinschaft. Die Freitagspredigt, jeden Monat von einer anderen Frau gehalten, mal Gelehrte, mal Aktivistin und oft beides,
wird auch aufgezeichnet und kann dann später im Internet angesehen werden, um damit die theologischen Inhalte noch weiter zu verbreiten und zu diskutieren. Ich würde auch sagen, dass es das Gebet in New York in 2005 war, das den Raum geschaffen hat für diese verschiedenen Auslegungen und Normveränderungen auf einem breiteren Spektrum, selbst wenn die feministischen Auslegungen immer noch weitgehend abgelehnt werden von einem so Mainstream. Die Diskussion über Geschlechterrollen selbst ist mehr in die Mitte des Spektrums gerückt und kann dadurch von mehr Muslimen aufgegriffen werden. Mein zweites kurzes Beispiel stammt aus meinem Buch über den Kampf gegen häusliche Gewalt in muslimischen Gemeinden und Familien. Es ist wichtig, hier nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass häusliche Gewalt und Gewalt gegen Frauen keine exklusive Domäne der Muslime sind. Häusliche Gewalt geschieht viel zu oft in allen Schichten aller Gegenwartsgesellschaften und die sehr traurigen Statistiken zeigen auch deutlich, dass das Niveau solcher Gewalt in allen Gesellschaften ungefähr gleich ist. Mit anderen Worten, wenn häusliche Gewalt in muslimischen Familien passiert, dann hat das wenig oder gar nichts mit dem Islam zu tun und alles mit der patriarchalischen Ungleichheit und Machtverteilung in der Familie und Gesellschaft. Natürlich, und ich will das hier ganz klar machen, sind alle Formen von Gewalt, ob körperlich, psychologisch, finanziell oder religiös, zu verabscheuen. Und ich verteidige sie hier nicht. Aber solche Gewalt ist dennoch kein muslimisches Problem allein. Über einen Zeitraum von 6 Jahren habe ich verschiedene Organisationen und Netzwerke von muslimischen Aktivistinnen untersucht und analysiert, die gegen die häusliche Gewalt in muslimischen Gemeinschaften kämpfen. Sie versuchen, die Existenz und die Formen solcher Gewalt anzusprechen und Muslime davon zu überzeugen, dass alle Formen von Gewalt falsch, ungerecht und gegen den Willen Gottes sind. Sie haben auch soziale Dienste entwickelt, die Opfern von häuslicher Gewalt zur Verfügung stehen. In meinem Buch beschäftige ich mich intensiver mit den vielen Aspekten dieser Arbeit und mit deren politischen Umfeld, aber hier würde ich gerne auf die besondere theologische Dimension verweisen. Natürlich sehen nicht alle Aktivistinnen diese unbedingt gleich, aber 2 Fragen ganz besonders will ich aufwerfen. Zum einen spielt die Frage der Gerechtigkeit als koranisches Konzept eine wichtige Rolle, der Gewalt gegen Frauen und Kinder als eine Form von Unterdrückung gegenübergestellt wird. Wir sehen hier das Gerechtigkeitsverständnis in Aktion. Der Koran spielt auch eine große Rolle dabei, der häuslichen Gewalt ein normatives Bild der islamischen Ehe gegenüberzustellen. Der Vers 21 in der 30. Sure des Koran spricht von der Zentralität des Friedens, der Barmherzigkeit und der Zuneigung zwischen den Ehepartnern, denen dann Gewalt in irgendeiner Form als Widersatz gegenübergestellt wird. Habe ich hier, und es gehört zu Gottes Zeichen, dass Gott aus euch selbst Gatten erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Frieden findet. Und Gott hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Es ist auch wichtig, hier auch zu sagen, dass dieser Vers in den meisten muslimischen Eheschließungen auch zitiert wird. Gott will also, dass die Ehe ein Hafen und ein Schutzraum ist und dass die Eheleute als Mantel und Schutz füreinander da sind. Es war für mich als Feministin allerdings nicht einfach zu akzeptieren, dass die Kritik an der häuslichen Gewalt meistens nicht auch eine Kritik des Patriarchats ist. Eher das Gegenteil. Viele Aktivistinnen in der Bewegung gegen häusliche Gewalt haben ein Konzept des Beschützenden oder Beschützerpatriarchats entwickelt, in dem Männer, besonders Ehemänner und Väter, die Verantwortung für den Schutz der Frauen und Kinder tragen, ein Mandat, das eindeutig gebrochen wird, wenn Gewalt angewendet wird und diese Frauen und Kinder dadurch unterdrückt und verletzt werden. Zum Teil ist diese Formulierung eine strategische. Die Aktivistinnen wollen und müssen die muslimischen Gemeinschaften dort treffen, wo eine Offenheit besteht und gefunden werden kann. Argumente über die Ehe als patriarchalische Institution, die Männern immer zu viel Macht einräumt, die sie dann missbrauchen können, können dann als Gefahr gewertet werden und als Kritik oder Unterwanderung nicht nur der Ehe, sondern auch der gesamten islamischen Tradition. Wir sehen hier also eine Gerechtigkeitstheologie, die nicht unbedingt auch eine feministische Kritik beinhaltet, aber auch eine Theologie der Praxis, nämlich im Dienste der Arbeit gegen häusliche Gewalt.
In meinem letzten Beispiel möchte ich Ihnen noch einige wichtige muslimische Politikerinnen vorstellen, die Sie vielleicht schon mal in den Nachrichten gesehen haben. Was mir wichtig erscheint, ist hier nochmal zu betonen, dass dies Frauen sind, die sich basierend auf einer muslimischen Ethik der Gerechtigkeit und der Weltverbesserung für viele politische Ziele einsetzen, nicht nur solche, die direkt mit Muslimen und oder mit Gendergerechtigkeit zu tun haben. Wir sehen hier, dass der Gendergerechtigkeitsdiskurs in ein weiteres Gerechtigkeitsverständnis und die menschliche Verantwortung für die Verbesserung der Welt eingebettet ist. Die erste Aktivistin ist Linda Sarsour, die 1980 in New York geboren wurde und sich selbst als von palästinensisch-arabisch-muslimischer Herkunft identifiziert. Wie Sie in den Fotos sehen können, trägt sie auch ein Kopftuch. Sarsour war eine der drei Organisatorinnen des ersten Women's March im Januar 2017, der selbst eine Protestreaktion und Protestbewegung nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten war. Sie war schon vorher in New York engagiert gegen die Diskriminierung von Arabern und Muslimen nach dem 11. September 2001 und zum Beispiel auch für die Anerkennung von muslimischen Feiertagen in den öffentlichen Schulen in New York. Seit 2017 steht sie oft im Medienmittelpunkt, wo sie gleich oft angegriffen und valorisiert wird. Sie hat sich auch aktiv an der Black Lives Matter-Bewegung beteiligt, die sich gegen den Rassismus des amerikanischen Staates gegen schwarze Amerikaner auflehnt und Polizeibrutalität sowie die ungerechte Andersbehandlung von schwarzen und braunen Menschen in der amerikanischen Gesellschaft bekämpft. Sie hat sich schon oft selbst als Feministin beschrieben und dann ist ihr prompt jedes Mal diese Identität abgesprochen worden, weil es eben auch Feministinnen gibt, die entweder alle Religionen ablehnen oder aber ihre islamfeindlichen und rassistischen Ideen auf Sarsour anwenden. Sarsour war im letzten Jahr direkt und aktiv am Wahlkampf beteiligt, indem sie die Kandidatur von Bernie Sanders unterstützte und an seiner Wahlkampagne arbeitete, besonders in muslimischen Gemeinden. Sarsour spricht oft von ihrer religiösen Motivation für ihren Aktivismus und baut diesen eindeutig in ihren religiösen Gerechtigkeitsbegriff ein, der auch beinhaltet, dass sie und damit auch alle anderen Muslime eine Verantwortung für die Welt tragen. Mein zweites Beispiel ist Rashida Tlaib, die 2018 als eine der ersten beiden muslimischen Frauen in den amerikanischen Kongress, also das Parlament, gewählt wurde. Sie war nicht die erste muslimische Person. Diese Ehre gebührte dem Afroamerikaner Keith Ellison, der 2007 gewählt wurde und dann bis 2019 als Kongressmitglied aus Minnesota arbeitete. Tlaib kommt auch aus einer palästinensischen und muslimischen Familie und vertritt liberale Positionen, politische Positionen für Krankenversicherung, gegen Rassismus und Diskriminierung, für Frauenrechte, gegen Krieg und Intervention in Iran und Afghanistan. Auch sie hat in Interviews von ihrer religiös geprägten Gerechtigkeitsethik gesprochen und wird dementsprechend oft auch von Frauen und islamfeindlichen Stimmen in der amerikanischen Öffentlichkeit angegriffen. Mein letztes Beispiel für heute ist Ilhan Omar, die auch 2018 in den Kongress gewählt wurde, aber als Abgeordnete für Minnesota. Omar wurde 1981 in Mogadischu in Somalia geboren und ist die Tochter von somalischen Flüchtlingen, die 1992 in die USA kamen und 1995 als Flüchtlinge anerkannt wurden. Im Jahr 2000 und im Alter von 17 Jahren erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. Omar vertritt ähnlich liberale und progressive politische Positionen für Krankenversicherung, gegen Rassismus und Diskriminierung, für Frauenrechte und gegen Interventionen in muslimischen Ländern. Sie könnte sogar als noch progressiver beschrieben werden, hat aber auch eine andere Visibilität, da sie, wie Sie ja sehen können, auch ein Kopftuch trägt. Wie Tlaib und Sarsour steht sie unter ständiger Observierung in der Öffentlichkeit und ist wohl nicht schwierig, hier zu demonstrieren, dass diese muslimischen Frauen ihre Arbeit im Dienste einer besseren Welt zutiefst mit ihrer eigenen Theologie in Verbindung sehen. Sie müssen nicht direkt den Koran zitieren, um von mir als Theologin und Aktivistin beschrieben zu werden. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, Ihnen eine Skizze zu zeichnen davon, wie, warum und in welchem Kontext muslimische Aktivistinnen dafür argumentieren und arbeiten, dass Gott Gerechtigkeit will und dass es die Aufgabe der Muslime ist, aktiv an der Veränderung und Verbesserung ihrer Umwelt und ihrer Gesellschaften zu arbeiten. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Gedanken und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.